Willkommen zurück bei Summer in Mara. Wir sind in Querlis, um unsere Missionen zu machen. Und zwar brauchen wir vor allem Saatgut. Das waren die Damen da oben, wa? So, jetzt muss ich mal gucken. Wer von euch hat Bau? Ja. Ich will noch was kaufen. Was hast du denn? Baumwolle. Nee, warte. Das ist Baumwolle. Ich will Baumwolle. Samen haben. Wer von euch hat die Samen? Nein. Hast du das Saatgut? Ah, jetzt kommt der Sache näher. Oh, warte mal. Du hast Zucker. Und du hast Reis. Aber keine Baumwollsamen. Sekunde, ich muss mal ganz kurz... Genau, wir brauchen nämlich noch was Süßes. Und zwar brauchen wir... Für das Croissant brauchen wir Butter. Ach, einmal Zucker haben wir dafür. Für den Nachmittagstee brauchen... Ach so, Milch brauchen wir. Milch und Zucker. Muss ich mal gucken, wie viel Zucker wir insgesamt haben. Für das Croissant. Halt, falsch, hier. So. Genau, wir brauchen nämlich ein Croissant und das Ding. Das heißt, wir brauchen zweimal Zucker. So, was haben wir denn? Wo sind unsere Rohstoffe? Hier. Ah, wir haben noch 4 Baumwolle, wir brauchen aber Baumwollsamen. Ein paar Samen haben wir hier noch. Aber wo ist unser Zucker? Hier, 5 Zucker haben wir. Und einmal Reis. Wir brauchen aber mehr Reis. Und zwar brauchen wir den Reis für seinen Lieblingsfisch. Dafür brauchen wir nämlich, Sekunde, wo ist denn dein Lieblingsfisch? Oh, ich blicke hier bei diesem Menü immer nicht durch. Hier. Die Pizza haben wir fertig. Hier. 2 Reis brauchen wir und 4 Ananas. Karotten haben wir. Okay. Also. Ich bekomme von dir den Reis. Hast du Ananas? Nö. Ich nehme noch einmal Karottensamen mit. Mehl. Na, nehmen wir mal 2 mit. Sicher ist sicher. Danke. Aber wir haben noch keine Baumwollsamen. Wir können Baumwolle kaufen, ja. Aber ich will ja Baumwollsamen haben. Na gut. Dann fragen wir erstmal hier die Jungs wegen ihren Missionen. Caleb, du hast eine Mission für mich, hast du gesagt. Warte mal, du kannst ja auch handeln. Du hast Baumwollsamen. Alle her damit, meins. Danke. Was hast du noch? Tomatensamen? Nein. Salatsamen, Baumwollsamen. Okay. Aha. Okay. So, und jetzt dein Auftrag. Beeil dich bitte. Hä? Du hast doch einen Auftrag für mich gehabt. Spreche mit Aquila. Ach so, bereite sie Lieblingsfisch. Ach, spreche mit Taka. Und Noho wollte. Noho hat einen Job für mich. Moin. Ich habe eine kleine Aufgabe für dich. Saimi hat mich angerufen. Sie braucht diese Produkte. Bitte bringen sie so schnell wie möglich zum Leuchtturm. Ja, ich bin eh auf dem Weg. Rote Beete, Tomaten. Oh. Und Pfirsiche. Gut. Ich bin ganz auf dem fast direkten Weg. Ich möchte aber vorher noch Brr fragen. Ah, nee, nicht Brr, sondern Taka. Moin. Oh. Hey, Kleine, du kannst mich hier nicht die ganze Zeit herumlungern. Ich weiß. Alles hier ist auch eine Strandbar.
Das ist ein Strandetablissement. Aber alle nennen es nur die Strandbar. Takas Strandbar. Sie können es nennen, wie Sie wollen. Das ist ein Etablissement. Mein Tempel. An diesem Ort geschieht kulinarische Magie. Kannst du mir diese Magie mal zeigen? Nein. Außer wenn du meine Schülerin... Oh Gott. Das geht? Ja. Aber zuerst muss ich mir zeigen, was du drauf hast. Koch etwas für mich, ohne Hilfe von anderen, und bring es zu mir. Ich werde dir einen Salat machen. Du hast ein neues Rezept. Salat. Okay. Ich weiß immer noch nicht, wo ich die Milch herkriege. Sag mal. Genau. Wo kriege ich Milch her? Warte mal. Konnte ich bei dir was kaufen? Gekochter Reis, Fischsuppe, Pflanzenöl? Nein. Wer verkauft mir Milch? Eigentlich ein Bauer. Haben wir einen Bauer? Hey, moin. Oh, du tratst wohl gerne. Tut mir leid. War nur ein Witz. Alles klar. Gut. Du wirst also eine Piratin. Könntest du mir auch zur Hand... Ach, auch noch. Das andere Katzenkind, also sprich Oso. Ein Piratenaugenklappe. Warum willst du denn eine Augenklappe haben? Na, damit mir der Durchblick fehlt. Allen Piraten fehlt der Durchblick. Alles klar, frage Onzo nach der Piratenaugenklappe. Was kann ich hier kaufen? Milch! Hey! Will die Rest auch haben. Danke, tschüss. Alles klar, wir haben die Milch. Das heißt, wir können jetzt zurückfahren. Und wir können Onzo. Ich bin so hungrig. Hä? Ich habe dich noch gar nicht angesprochen. Ach ja. Oh, da oben. Ich bin hungrig. Das meinst du. Warte, hier. Pfeif dir ein Spiegelei rein. Wie gefällt dir das? So, wir wollten Onzo nach der Augenklappe fragen, bevor wir zurückfahren. Kannst du mir was geben? Onzi? Na gut, Onzo. Was willst du? Hast du eine Piratenaugenklappe? Ich habe eine Augenklappe, aber das ist keine Augenklappe für Piraten. Sie gehört einem meiner Vorfahren. Er hat ein gelähmtes Auge. Bist du sicher, dass es keine Piratenaugenklappe ist? Ja, das bin ich. Und du weißt auch nichts über einen Piraten mit einer Augenklappe, stimmt's? Grand Loom. Okay. Sein erster Mat war Ereti, eine Quide und berühmte Wettseglerin. Grand Loom trug eine Augenklappe. Das ist gut genug für mich. Okay. So. Und wenn wir schon mal hier sind, fragen wir gleich noch Aquila. Und gehen zum Leuchtturm hoch. Hier ging es zum Leuchtturm, wa? Genau, da war der Leuchtturm. Moin! Ach, warten, die geht nicht mehr rüber? Und wie komme ich jetzt hier runter? Ach so, okay. Gut. So, habe ich dem eigentlich schon die Kopfhörer zurückgebracht? Muss ich gleich mal in die Mission gucken. Du schon wieder? Du kannst dir nichts kaufen. Oh, warte mal. Danke. Und nochmal danke. So, noch ein paar Blumen aus dem Vorgarten klauen. Ach, die hier drüben gibt's nicht. Okay. So, guten Morgen. Ich soll dir was bringen.
komisch. Ich habe ihn nicht darum gebeten, mir was zu bringen. Das wir uns nicht wohl vergessen haben. Bist du sicher, dass sie für mich sind? Ja. Nun gut, ich schätze, ich könnte ein wenig Obst und Gemüse vertragen. Hier, bring ihm sein Geld. Okay. 95 Münzen für das bisschen Gemüse? Kein Wunder, dass sie so reich sind. Die bringen alten Omas, die sich nicht erinnern können, dass sie nichts bestellt haben. Gemüse? Kriegen dafür Geld. Was verkaufst du? Du verkaufst Nachmittagstee? Du meinst, ich kann hier deinen Tee kaufen? Um die Mission zu erfüllen? Das ist ja nett. So. Müssen wir jetzt mit ihr sprechen? Ich frag sie mal. Moin. Wie läuft's mit deiner Aufgabe? Okay, warte mal. Aufgabe hast du gesagt. Jetzt muss ich aber selber erstmal gucken. Wo ist sie denn? So. Bring Onzo die Reparier... Warum halten die ihm die nicht ab? Ich gehe, wo ich mit ihm geredet habe. Bereite einen Salat zu, ist klar. Mach weiter mit den Aufträgen. Bring Onzo die Kopfhörer her. Warum nicht? Bau eine Mine. Ach stimmt, das war das. Da fehlen uns ja die Baumwolle. Genau. Genau, genau. Okay. Also müssen wir jetzt... ich muss jetzt mal gucken, was der Salat kostet. Da ist er. Da haben wir ja alles. Da haben wir ja alles. Was? Ja, das ist alles grün. Wir haben Tomaten. Okay. Das heißt, wir können jetzt auf dem Weg schnell den Salat zubereiten, können ihn abgeben. Onzo kriegt jetzt seine Kopfhörer. Ach, ich kann wahrscheinlich immer bloß einen Auftrag machen. Ich hätte den dreimal hintereinander ansprechen müssen oder sowas. So, da ist der Markt. Moin. Onzo, mein Freund. Guck mal, was ich hier habe. Ich habe deine Kopfhörer dabei. Die hatte ich vorhin auch schon gehabt. Funktionieren sie wieder? Ja, wunderbar. Jetzt muss ich dich nicht mehr hören. Vielen Dank. Gut. Ich werde ihren Namen in meinem Tagebuch aufschreiben. Akagi, eine Frau, die alles reparieren kann. Und feuerrotes Haar, riesige Arme. Chor wird sie... Was? Chor wird wie sie sein, wenn sie einmal erwachsen ist. Zack. Alles klar. Jetzt spreche ich die nochmal an. Was denn? In meinem Tagebuch steht, dass Taka früher wirklich vorzügliche Nudeln zubereitet hat. Ich weiß nicht, was Nudeln sind. Keine, ja. Jetzt fehlt wieder das Scrollen. Okay. Ich kann für dich mit ihm reden. Wenn sie wirklich so gut sind, will ich sie auch probieren. Frage Taka nach seinen berühmten Nudeln. Okay. Zwei, oh, warte mal. Wir haben doch den verbesserten Silberhammer. Ha! Jetzt können wir das alles einsammeln. Bing! Danke! So. Jetzt müssen wir hier runter. Also, wie war denn das? Noho bekommt das Geld. Oh, etwas Merkwürdiges passiert. Saibi wusste gar nichts von der Lieferung. Da wusste ich's doch, dass er die bescheißt. Diese Dame lebt alle isoliert und allein. Sie zeigt sich nur selten im Freien und denkt niemals an sich selbst. Wenn wir ihr kein Essen bringen würden, würde sie wahrscheinlich gar nichts essen. Caleb und ich tun das schon eine ganze Weile. Wir schicken ihr was und sie bezahlt uns dafür. Ich habe vor langer Zeit bereits eine ähnliche Person getroffen. In einer kleinen Stadt südöstlich von hier. Die Stadt lag in einem großen Tal auf einer riesigen Insel. In ihrer Mitte war ein Schloss. Die Person, die ich meinte, lebte zurückgezogen im Schloss.
Vielleicht war es auch nur ein Geist. Wie gruselig. Niemand traute sich auch nur in die Nähe des Schlosses. Man erzählte sich, dass es dort spuken würde. Haben Geister so an sich. Wir haben hier ein paar schöne Vasen verkauft. Wem? Dem Geist? Ja, dieser Geist hatte wirklich viel Geld. Das klingt merkwürdig. Okay, hier hast du jetzt allerdings. Warte mal, jetzt spreche ich den immer. No, du siehst müde aus. Sag doch. Den ganzen Tag im Laden zu arbeiten, regt den Appetit an. Und da ich hier nichts fange, kann ich nur nicht essen. Kannst du nicht kurz Pause machen? Natürlich nicht. Was, wenn ein Kunde vorbeikommt? Das wäre mein erster Kunde in 100 Jahren. Du hast dich wirklich oft Kundschaft, oder? Es wird schon jemand vorbeikommen. Du wirst schon... Ja, sag ich doch. Übrigens liebe ich ja. Er hat ein Rezept für Muscheln. Besorge eine Portion frisch gekochter Muscheln in Weißwein. Alles klar. Du auch noch? Beeil dich bitte. Also... Dann hängt jetzt alles an Taka. Du hast doch hier die Kochding. Da machen wir jetzt erstmal den Salat. Danke. Oh, warte mal. Können wir hier auch das Croissant machen? Ah, nee, wir haben keine Butter. Aber wir können den Nachmittagstee zubereiten. Genau. So, haben wir ein Rezept für Butter? Warte. Nee, wir können nur Käse herstellen. Hier brauchen fehlt uns immer noch die Ananas. Moin. Könntest du eine Portion Muscheln Weißwein für mich kochen? Oh. Jetzt nicht. Ist das so richtig? Ja. Zu wässrig. Probier's doch mal. Oh. Na gut. Stimmt was nicht? Oh. Er lernt gerade einen schaumigen Milchshake zu machen. Es ist ein Familienrezept. Mein Urgroßvater war bekannt für seine unglaublich schaumigen Milchshakes. Ja. Zumindest haben mein Vater und meine Großmutter das immer gesagt. Und jetzt soll Bram es lernen? Natürlich, er hat keine Wahl. Entweder er macht einen Milchshake oder ich shake ihn. Ja. Seine Mutter hat ihn in den letzten Monaten in meine Obhut gelassen. Woher soll ich denn erst mein Essen bekommen? Du könntest so... Hallo, ich will deine Muscheln... Gute Idee. Das war nur ein Witz. Du hast ein neues Rezept. Milchshake. Bitte Arwan, das Rezept zuzubereiten und... Ach, okay. So, jetzt rede ich nochmal mit dir. Kannst du mir nämlich den Teller Nudeln machen? Oh. Unmöglich. Warum? Sehe ich wie die Italiener aus? Mein Meister hat dieses Gericht immer angefertigt. Er hat mich dazu gezwungen, es auch zu kochen. Sag mal, hast du irgendwas mit dem Auge, Kumpel? Wo habe ich diese Geschichte nur schon einmal gehört? Ach ja, richtig. Von deinem Jungen. Und du würdest für mich keine Ausnahme machen, der alten Zeiten wegen? Vielleicht. Aber dann musst du mir die Zutaten besorgen. Alles klar. Mein Meister hat seine Taverne jeden Abend geöffnet. Ja. Ein jeder konnte mit eigenen Zutaten vorbeikommen und mein Meister hat ihnen daraus eine... Ja... Ach, es geht hier nicht zu scrollen. Es gibt hier keine Scrolltaste. Das klingt großartig. Ich bringe dir alles, was du brauchst. Also, Mehl, Eier, Zwiebeln. Oh, warte mal. Sehr gut, diese Zutaten sind hervorragend. Ja, ich habe sie zufällig in der Tasche gehabt. Wer läuft nicht immer mit Mehl, Eiern und Zwiebeln in der Tasche rum? Ich werde dir sofort einen Teller Nudeln kochen. Onzo wird so unglücklich. Ja, und jetzt. Was? Onzo kriegt das? Schlussendlich ist es nicht so wichtig, was man kocht, sondern wie man es kocht. Welche Gefühle man mit seinen Gerichten bei den anderen hervorruft. Das hast du schön gesagt. Du bist ein richtiger Poet. Koa, du schaffst es immer, meine sentimentale Seite so vor Schein zu bringen. Ja, weil du tief drin ein Sensibelchen bist. Auch wenn du so tust, als wärst du ein Strenger. So, jetzt probiere ich nochmal. Ein paar Tasten durch. Leertaste? Nein. Erzähl das bloß nicht Bram. Eier, Nudeln. Danke. Bring uns so die leckeren Nudeln. Und was ist das mit meiner Weißweinsauce? Ach,
Moin! Kannst du was ganz Spezielles für mich zubereiten? Aber sicher doch. Ich probiere gerade eine neue Suppe aus. Es ist eine kalte Fischsuppe. Aber mir fehlt noch eine Zutat, nämlich der kalte Fisch. Ah. Es ist eine sehr mysteriöse Zutat. Etwas äußerst Seltsames. Etwas, das man hier nicht kennt. Kürbis. Warte mal, ich habe zufällig einen Kürbis in der Tasche. Ich bring dir sofort einen. Ja, akzeptieren. Moin, ist dieser Kürbis groß genug? Den habe ich noch zufällig irgendwo in meinem Rucksack gefunden. Jetzt müssen wir nur noch das Fleisch rauskratzen und gut durchkochen. Und fertig. Ich hoffe, sie schmeckt gut. Ich bringe sofort eine Portion zu Noho. Zu Noho? Ja. Er kann seinen Laden nicht unbeaufsichtigt lassen, also habe ich ihm versprochen, ihm etwas zu bringen. Aber dieser Guido hasst mich. Überhaupt nicht. Lo mag es nur nicht, wenn Leute feilschen. Das geht garantiert schief. Fischsuppe? Bring die Suppe zum hungrigen Noho. Ich wollte doch, Weißweinfisch. Muscheln und Weißweinsoße haben. Oh Mann, ich sehe schon. Nicht nur ich bin durcheinander, die alle hier sind durcheinander. Wuhu! Geländer runterrutschen, immer wieder gut. Moin! Muschelsuppe mit ohne Muscheln. Wo warst du? Deine Suppe besorgen? Ich bin am Verhungern. Immer mit der Ruhe. Ich habe eine wirklich leckere Suppe für dich. Ich wollte noch Muscheln. Muscheln sind ausverkauft. Die Suppe ist lecker. Ich verspreche es. Ein Versuch ist es wert. Köstlich. Taka ist wirklich ein Genie, wenn es um Guido-Küche geht. Avon hat die Suppe gemacht. Jetzt schmeckt sie nicht mehr. Was? Wie widerlich. Ja, sag doch. Diese Ank und seine komischen Gerichte. Du hast gesagt, dass sie dir schmeckt. Also. Ich habe meine Meinung geändert. Mann, ist das ein. Hast du schon mal von der Insel Nakitu gehört? Ja, jetzt gerade. Das sagt mir nichts. Das ist eine sehr mysteriöse Insel. Sie ist etwas weiter weg von hier und ist vollkommen unbewohnt. Außer von einigen seltsamen Vasen. Und einem Geist. Okay. Das klingt nach einer Lügengeschichte. Ich gebe dir meinen Ehrenwort als Händler, dass das stimmt, weil ich habe die Vasen dem Geist verkauft. Das habe ich schon erzählt. Der Legende nach sind die Vasen eigentlich ein paar sehr schüchterne Tiere, die sich als Vasen tarnen. Und man findet sie nur auf dieser Insel, weil sie nicht schwimmen können. Vor langer Zeit sind Caleb und ich zu der Insel gefahren, weil wir nach luxuriösen Vasen suchten. Aber jedes Mal, wenn wir eine der Vasen aufs Boot verladen hatten und uns umdrehten, war sie auf einmal verschwunden. Schlussendlich sind wir mit leeren Händen nach Hause gefahren. Ja, tolle Geschichte. Jetzt will ich die Insel auch sehen. Ich kann hier... Oh, wir kriegen eine neue Insel. Da du die Insel ohnehin besuchen möchtest, könntest du mir einige der Früchte bringen, die dort wachsen. Sie sehen aus wie Orangen, sind sie doch etwas ganz Besonderes. Nämlich Mandarinen. Oh, du bist etwas ganz Großes auf der Spur, Mädchen. Nein, gar nicht. Fahre zur Insel und sammle ein paar Orangen und bringe sie zurück zu Noho. Gut. So, was haben wir denn jetzt noch offen? Oh, warte, wir haben eine neue Insel bekommen. Wo ist denn die? Warte mal. So, bring Saimi etwas. Den Tee haben wir. Das Croissant müssen wir noch machen, da brauchen wir Butter. Ach, mit Aquila haben wir noch nicht geredet. Und hier brauchen wir die Baumwolle. Den Fisch haben wir noch nicht fertig. Ach, das Mädel hätten wir machen können. Fahre nach Nakitu. Karte. Ah, guck mal, einer schau. Danke. So. Schaffen wir das noch? Nee. Das Mädel macht um 8 Uhr zu, wa?
Uns fehlt immer noch die Ananas. Ah nee, sie steht doch draußen. Sehr gut. Moin. Ich habe deine Piratenaugenklappe. Sie gehörte Grand Loom. Hm? Was? Wirklich? Aber sicher doch. Wie ist die denn uns in die Hände gefallen? Ireti hat sie ihm gegeben. Ireti? Die berühmte Wettseglerin? Eine unglaubliche Geschichte. Ja, wirklich unglaublich. Ich glaub's ja selber nicht. Das erzähl ich's dir. Vielleicht glaubst du sie. Das hier ist zwar nicht so wertvoll, aber ich hoffe, es ist genug, um mich bei dir zu revanchieren. Kirschen! Danke. Hast du noch einen Job? Bist du gerade sehr beschäftigt? Ja, ich will schlafen gehen. Die Folge ist vorbei. Könntest du ein paar Fische für mich fangen? Ah, klar. Natürlich. Vertrau mir. Wann habe ich dich jemals angelogen? Warte mal, wir haben 5-mal miteinander gesprochen. Und davon hast du mich 6-mal angelogen. Immer. Genau. Bitte, bitte. Miau. Was für einen Fisch brauchst du denn? Rotflossenwelsch und Pfande und Zander. Beide leben in Seen im Süßwasser. Avan ist davon besessen, neue Gerichte zu kreieren. Er arbeitet fieberhaft daran, authentische Quido-Aromen zu meistern. In Ordnung. Zander, Wels, akzeptiert. Da blinkt da auch was. Entschuldige, ich koche gerade. Okay. Was kann ich hier kaufen? Warte. Ich brauche keine Butter. Danke. Ich würde sagen, wir setzen uns jetzt ins Boot, schlafen eine Runde und machen dann morgen mit Saimi einen Nachmittagstee und kümmern uns dann um den Rest hier auf der Insel. Wobei ich eigentlich noch endlich mal die Baumwolle anbauen müsste. Aber erstmal würde ich sagen, wir gehen schlafen. Das heißt, wir pfeifen uns noch Orangensaft rein. Danke. Und ich sage danke fürs Zuschauen. Danke für eure Tipps und Kommentare. Genießt den Tag. Ja, und vor allem, gute Nacht.